Hier nochmal ein kleines Video von mir auf eine Frage, die ebenfalls aufgekommen ist kürzlich. Und zwar ging es da um das Thema Dynamik, Rechts- und Sättigung. Weil ich das eine oder andere Mal erwähnt habe, dass man mit Dynamik und Sättigung, ich nenne die immer so ein bisschen diese Instagram-Regler, so ein klein wenig abschätzig, dass man mit diesen ein bisschen aufpassen muss. Und da war natürlich die Frage, ja, verdammte Axt, wo ist denn hier eigentlich der Unterschied? Und der Unterschied ist eigentlich relativ simpel erklärt. Ich habe jetzt hier ein Foto offen mit einem wunderschönen Vogel, den ich in Namibia, im südlichen Afrika fotografiert habe. Das hier an diesem Beispiel kann ich, denke ich, relativ gut den Unterschied aufzeigen. Aber mal kurz ein bisschen blanke Theorie. Dynamik und Sättigung unterscheiden sich eigentlich dahingehend, dass Dynamik versucht, die Sättigungen der Farben, die in diesem Bild enthalten sind, einander ein klein wenig anzugleichen. Das Ziel ist es, keine Extreme zu haben. Nichts, das irgendwie überschießt. Also zu grün, zu blau, zu gelb, zu was auch immer. Das ist das Ziel bei Dynamik. Es verstärkt das, was wenig gesättigt ist und stärkt zwar das, was schon gesättigt ist, mit, aber im Verhältnis viel weniger. Nur so schafft man natürlich einen Angleich. Wobei eine hundertprozentige Angleichung, wenn von Anfang an der Dynamikunterschied oder der Sättigungsunterschied zu groß ist, wird man auch mit diesem Tool nicht schaffen. Sättigung wiederum, das sagt einfach, mir ist das völlig egal, ich sättige einfach das ganze Bild. Es ist ein globaler, also es sind eigentlich beides globale Regler, aber der hier macht jetzt keinen Unterschied zwischen irgendwas, was schon Sättigung hat, wie zum Beispiel hier das Auge oder dieses Blau oder so diese Orangetöne, Magenta und sowas noch so ein bisschen drin ist. Das verstärkt einfach alles. Und ich zeige euch das jetzt gerade mal an diesem Beispiel. Jetzt gehen wir mal zur Dynamik und ziehen die Dynamik einfach mal langsam hoch. So sagen wir bis circa 30, ja? Und wieder ein bisschen zurück. Und wieder bis 30. Also man sieht, der Vogel, der schon sehr gesättigt ist, da passiert ein bisschen was, aber nicht übertrieben. Und der Hintergrund geht ein klein wenig mit. Man sieht es meiner Meinung nach hier sehr gut an dieser Stelle zum Beispiel. Der geht dann ein bisschen mit und bekommt ein bisschen mehr Sättigung. Man sieht es auch am Ast, so an diesen Stellen ein klein wenig. Aber es hält sich in Grenzen. Jetzt machen wir dasselbe mal mit der Sättigung einfach. Zieh die hoch und ihr seht jetzt schon. Es ist das ganze Bild, was einfach gesättigt wird. Und zwar übersättigt wird. Wenn wir jetzt zum Beispiel zurückgehen, wieder hier, dieser Vogel hat so einen Orange-Stich im Auge. Wenn ich da mit der Sättigung übertreibe, dann wird aus diesem Orange im Prinzip schon ein Rot. Und das ist natürlich überhaupt nicht die Idee. Also nochmal ganz, ganz einfach: Dynamik hebt die Sättigung von relativ wenig gesättigten Farben. Und übertreibt es dafür nicht an den Stellen, wo schon ordentlich Sättigung da ist. Die Dynamik, die Sättigung sagt einfach, I don't care, ich gehe übers ganze Bild, ich sättige das ganze Bild und alle Farben. Führt auch dazu übrigens, dass man Kontrast verliert, dass man Bildinformationen verliert, wenn man es übertreibt. Also die Bilder werden unschärfer und insgesamt ist es einfach sowieso hässlich. Also diese beiden sind wirklich mit Gefühl zu gebrauchen und wie ich schon bei einem der letzten Videos erklärt habe, ich gehe hier in aller Regel, ich sage jetzt einfach mal irgendwas, wenn ich jetzt hier auf 8 gehe oder so um den Dreh rum, dann würde ich hier maximal auf circa 3 gehen. Also ungefähr ein Drittel, aber auf gar keinen Fall mehr. Sonst kriegt man eine Disbalance rein und die bekommt man nur noch schwer wieder raus. Man muss das dann komplett wieder löschen und einen neuen Ansatz wählen. Übertreibt es nicht mit Dynamik und Sättigung. Die Bilder sehen einfach fake aus. Total. Gut, das war's schon von meiner Seite. Kurz und knapp.
zum Thema Dynamik und Sättigung. Ich glaube, das war jetzt keine Rocket Science. Ihr könnt das gerne mal bei Bildern von euch selber ausprobieren, wo ihr eine Farbe habt, die extrem überwiegt und schon relativ kräftig da ist. Das kann ein blauer Himmel sein, das können rote Dünen der Sahara oder Bilder von Marokko oder Tunesien sein oder irgendwelche Beachbilder mit Palmen, mit viel Grün und Sand, orangem Sand oder weißem Sand, was auch immer. Ihr werdet es an diesen Bildern einfach am besten sehen, wenn ihr Bilder nehmt, die von Haus aus relativ wenig solche Farbinformationen oder Sättigungsinformationen haben, ist der Effekt auch nicht so stark. Gut, alles klar. Das war's von meiner Seite. Macht's gut, bleibt gesund und bis ein anderes Mal. Tschüss!